Ja, hey ho, willkommen zurück zu Let's Play Bastion mit Little Ferret. Habe ich im letzten Part zusammen mit Kit einen der Splitter fürs Monument zurückerlangt, dabei eine Rückblende auf die ganze Geschichte erfahren. Und so langsam fügen sich auch die Puzzleteile zusammen. Wir wissen mittlerweile ungefähr, wer dafür verantwortlich ist, dass das Ganze hier auseinanderbricht. Wissen auch etwas mehr über Kit. Und inzwischen auch, wie wir das Ganze hier ein bisschen abwandeln können. Nur was genau, also wo genau wir jetzt eigentlich hier sind und was für eine Welt das ist, das bleibt leider im Verborgenen. Man kann da nur drüber spekulieren, wie diese Welt hier genau heißt und warum die sich über den Wolken befindet, anstatt auf der Erde. Ja, das ist ja auch nicht so Shroud's schlimm. got enough juice to spruce up any of these places. Just the occasion to crack open the distillery's private reserve. Okay. Immunität gegen Schäden durch Fallen. Oh, das gefällt mir noch ganz gut. Nehmen wir doch einfach mal mit. Beziehungsweise mal gucken, was ich hier noch so habe. Oh, plus zwei Schwarztonikum-Eigenschaften. Na, die nehme ich doch viel lieber mit. Black rice like hot pineapple chowder on a cold Na, day hallo. brings back memories. Etwas Übles. Ich kann hier also scheinbar noch drei verschiedene Waffen bekommen. Etwas Übles. Habe ich noch keine Waffe für. Mir fehlen sowieso einige Waffen scheinbar hier. Also ich habe erst fünf verschiedene Waffen, kann noch weitere fünf erhalten. Ich bin mal gespannt, was da noch so kommt. Ja gut, mein Set soweit trage ich, das werde ich auch so behalten. Hier drüben wird es auch, glaube ich, erstmal nichts geben, was ich gebrauchen könnte. Also gehe ich mal weiter. The Und city tried to use the shards to stake out the wilds. So much for that plan. okay. Da haben wir nochmal Ganzlinger-Übungsgelände. Pistolero-Stand. Aha. Mache ich jetzt mal hier aus dem Part eine Side pa Quest, Part, whatever. Warum eigentlich nicht? Man kann ja mal überall reingucken. That's Zolwood Grove. A nice quiet place to show a musket a good time. Komm, was soll's. Wir gucken mal bei der Muskete rein, was es da gibt. Ever felt a Zolwood gourd? Like picking up broken glass barehanded. At Zolwood Grove, marshals learn to make every shot count. Oje. Ich würde fast wetten. Mit What trick would einigen. you Oh pop one of Mann. those nasty gourds without wasting ammo? Most marshals didn't get far on the first few tries. Okay. Had to catch a bunch of those gourds in a single shot. Funny thing about muskets is they work best up close. Took a keen eye, not an itchy Oh, für trigger Zeit und finger. Preis hat es sogar schon gereicht. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. 15 oder weniger Schüsse, also ich brauche 4 weniger. Das kriege ich, denke ich, mal hin. Das sollte sogar machbar Kid sein. takes a little personal time for just him and his favorite musket. Na gut. Das sollte ich sogar hinkriegen mit 15 Schüssen. Versuchen mal, so. So. Plenty of So. gourds to go around, even now. Ja. Muss jetzt aufpassen. Nee, es werden schon jetzt zu viele. Na, schade. Das muss ich nochmal versuchen. Mit 15 oder weniger, oh Mann. The orchard grew over so quick, the marshals made it worth clearing out.
So, Blechmuskete. Na gut, versuchen wir es diesmal mal von dem Stand aus. So. So, jetzt kann ich das Ganze schon mal wieder ein bisschen aufteilen. So. Ah, fuck it. Entschuldigung. So, jetzt habe ich noch 4 Schüsse übrig. So. Na, ob das klappt? Ja, aber hallo! Puh. Lucky das Ganze, aber es hat geklappt. Blechsalve. Einen neuen Skill bekommen. Kann ich leider hier nicht ausprobieren. Kid probably could have made himself Marshall one day. Da haben wir zurück in der Dings gelandet. Da will ich zwar gar nicht hin. Aber ist ja nicht schlimm. So. Wieder was geklärt. Ah, probier ich den haben mich auch noch nicht, glaube ich, kennengelernt. Na gut. Gucken wir mal, was uns da drüben erwartet. The city's unwanted things all met their end in the yard. Yay. Folks who fouled up will do their time here, smashing things to bits. Zerstöre 100 Objekte. The quicker they worked, the sooner they could go. Okay. Du darfst einfach auf alles einhauen, wie so ein Blöder. Folks learn to plant their feet. Ja, komm. Komm. Others would plot a course to navigate that. Ja, komm. Was? Heilige Scheiße, wie schnell muss ich denn bestimmt sein für den ersten Preis? Okay. Nächster Preis unter 40 Sekunden. Unter 40 Sekunden ist schon eine ganz ordentliche Hausmarke. Ja, ich frage schon, ob ich das schaffen kann. So. Na ja, komm. Na. Work too slow and all you got was a sore back. Work in the did have its risks. Na komm. Schneller, schneller, schneller. Some folks invested their Na komm. To forge even better hammers. Na komm, 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 komm. Nein! Nein! Das hätte ich sogar schaffen können. Verdammt! Ah, na toll, nochmal. Das bin ich schon. Okay, also das hätte ich auf jeden Fall geschafft. Huch. Ja. So. Und nochmal. So, schneller, schneller, schneller. Ja, komm, komm, komm. Always plenty there for smashing. Ja, komm, das schaffen wir. Ja, komm, komm. Diesmal schaffe ich das, diesmal schaffe ich das, aber sowas von. Ja, komm. Und geschafft. Okay, wahrscheinlich habe ich 2 Sekunden zu lang gebraucht. Vermute ich mal so ganz scharf. 27! Okay, nein, nein. Ich habe keinen blassen Dunst, wie das klappen soll. Da muss ich ganz ehrlich sein. Da gebe ich jetzt einfach auf. Also ich prügel mich da jetzt nicht noch eine halbe Stunde durch, bis ich da die Dings geschafft habe. Nee, nee.
Nee, 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 nee. Da bin ich doch eindeutig ein bisschen zu weich für. Aber ich habe es zumindest schon mal gesehen. Pistolero fehlt mir noch. Slinger Range is where the city's quickest pistoliers put themselves to the test. Ja. Probieren wir es doch jetzt auch noch mal auf. You have to think fast to survive the wilds, and none fought faster than the slingers. They could shoot their pistols with the speed of a machine. Okay, jetzt geht es also um Geschwindigkeit, so wie es aussieht. Wo ist denn meine Pistole? Pistole da. They knew just when to start shooting and when to stop. Those pistols could spit out rounds just as quick as you could pull the trigger. Ja, komm. So. Learning to hold your fire could be its own challenge. Maximale Punktzahl herauszuholen, das wird nicht so einfach. Na komm. Okay, das hat nicht gereicht. Wie viele Punkte muss ich denn kriegen für den nächsten? Boah, Preis 500 oder mehr, das kriege ich aber hin. Ja, ist okay. Also das kriege ich wohl hin. Das ist jetzt sehr wenig, das war jetzt echt schlecht. The slingers like to edge each other out using customized pistols. Okay. Also das sieht momentan noch nicht so. Eventually it all comes down to reflexes. Warum sinken teilweise meine Punkte so niedrig? Ah, je schneller ich die. Ah, die Punkte gehen runter. Okay. Okay. Also ich muss die Ziele, je schneller ich sie kaputt mache, desto mehr Punkte bekomme ich. Uff, das ist nicht so einfach. Na komm. Oh, verdammte Axt. Okay, das habe ich voll verkackt. Okay, ich will es noch ein paar Mal probieren. Das sehe ich jetzt so nicht ein. So, das sehe ich ja so nicht ein. Wobei die Zielgenauigkeit natürlich echt scheiße ist mit den Waffen. So. So, den einzigen habe ich. Zweiten habe ich. Dritten habe ich. Vier. Fünf. Nein, 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 nein. Nein, verdammte Axt! Oh.
Okay, das war schlecht. Nein, das probiere ich. Ich probiere es so lange, bis ich es hinkriege. Das gibt's ja nicht. Was ich eigentlich anhören mag, aber ich war immer sehr stolz auf meine schnellen Finger. Ich habe es damals schon bei Dragon Ball Z Budokai geliebt. Damals mit der Special Ulti, die man damals ausführen musste, um damit weiterzukommen. Da habe ich immer gegen alle gewonnen. Im Kaufhaus damals noch, wo wir es gemacht haben. Nee, 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 nee. So. Ganz ruhig. Ja, komm. Verfolge ich auf jeden Fall. Wie viel muss ich denn schaffen für die 7? Ach du Scheiße, da muss ich die ja quasi alle instant. Ja, okay. Aber den zweiten Platz kann ich sehr gut leben. Well, even the slingers weren't quick enough to escape the calamity. Ja, das ist halt der Nachteil dabei. Aber ich habe mich ganz gut geschlagen, finde ich. So, Gedenkstätte. They seemed unstoppable. Sehr schön. Brauche ich mir mit der Kriegsmachete beweisen. Habe ich da wohl geschafft. So, kann ich noch irgendwo reingucken, wo ich noch nicht reingeguckt habe? Ich glaube, ich habe so ziemlich alles mal gemacht. Zwar nicht alles perfekt. That's Trapper Shingle. Only place in the city to go to get certified with a Ach ja, reputation. das war das. Oh Gott, nee, das mache ich nicht. Rothus Lagoon. Even the brushers stopped going there. Didn't like being eaten. Na gut, aber wir gehen trotzdem gerne. Wir gehen trotzdem jetzt hin. Ankle gators used to roam the wilds, and they nested at Rothus Lagoon. Knöchelgatoren. Hört sich ja interessant an. Many a tale folks use to scare their children straight originated here. Wofür sind eigentlich diese komischen leuchtenden Zahnräder hier überall? Ich weiß es nicht. Kinds of beasts we don't know up from down, still looking about. Oh, ein neuer Skill. Schleichertarnung. Only the city's brushers knew their way around the lagoon. Bin gespannt, was das gleich ist. Obwohl ich es eigentlich trotz allem nicht unbedingt haben möchte. Ja, passt schon so. Kann ich das Feuer eigentlich jetzt hier anmachen? Nö. Blöder Kackvogel. Entschuldigung. Ist doch wahr. Aber die Viecher sind echt nervig. Ja, das ist aber nur dämlich von mir. Aber gut. So geht schleichen. Ich wüsste gerne warum. One of them's been living in the tall grass. They called her Queen Anne. Turns out Queen Anne got a hold of a shard. Ankle gators love shiny things. Know what smells worse than an ankle gator's breath? A stinkweed. Nichts stinkt schlimmer als ein Enkelgator. Ain't time for pecker hunting. But the kid can't resist. K
can't fight Queen Anne without the proper tools. Ja, hallo. Brushers use their pikes to keep their distance around here. Now the kid can do the same. Sharp sticks make Queen Anne nervous, so she backs off a bit. Hm. Ich kann es denen sogar werfen. Sehr cool. Ja, für diesen Fall habe ich trotz allem... Naja, für diesen Fall habe ich trotzdem meinen Bogen, den ich aber wesentlich cooler finde. So, also mal gucken, dass ich hier lang komme. Na, zurück komme ich auf jeden Fall nicht mehr. Ein bisschen besser aufpassen. Ach, ich hasse. Queen Anne can't fit down some of these narrow paths. Was sind diese komischen Zahnräder, die hier überall sind? Queenie leaves the kid into some kind of twisted trap. One bad step in that tall grass and he's Queen Anne's lunch. Okay. He holds his ground. Seems the Queen's running out of options. Ah, komm her, Queen Anne. Ich krieg dich, du kleine Eidechse. The closer you get to an alligator's lair, the thicker the tall grass grows. Kid's gotta make a run for it. Those leaping lunkheads don't like Queen Anne any better than the kid. Ah, verdammt. Like ah, wie dumm ich bin. Wie ich schon wieder runterfalle. Siehst du, so einfach war das eigentlich. Verdammte Axt. Muss ich jetzt echt schon wieder heilen? Ich hoffe, es ist keine andere Wahl. Hui, das war jetzt verdammt risky. Nein, wie komme ich jetzt hier durch am besten? Mutig. Muss ich jetzt echt noch durch dieses verdammte Gestrüpp durch? Queenie must have scared a bunch of peckers out of hiding. Seems even stinkweeds know to stay away from the queen. Na? So, jetzt schön langsam. Was Spitzes gefunden. Okay. Ja, bevor ich da hingehe, gehe ich erstmal hier hin. Was ist das denn? Knöchelgarzuei.
Vielleicht sollten sie mehr darauf achten, dann würden wir mehr von ihnen leben. Now she's coming for him. She's got nowhere else to go. They say if you run across an ankle gator, you better keep running. Okay. The shard sitting in plain view. She's starting to get annoyed. And now he's made her mad. Rest in peace, Queen Anne. That was for the brushers. Aua. Meine Güte, der Kampf war jetzt schon deutlich anstrengender als vorher. Nicht so anstrengend, dass ich jetzt unbedingt Panik kriegen musste, aber der war doch schon nicht so easy mehr. Kids done what needed to be done. Obwohl das, was ich mir vorher abgeliefert habe, eigentlich eher peinlicher war, vor allem gegen diesen. Reign is over. We even got a crown jewel. Ich habe einen Vogel, ich habe ein Posthäuschen. Warum habe ich ein Posthäuschen? Nichts drin. Schade. Gut. Aber ich mache an dieser Stelle wieder einen Break. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Part von Let's Play Bastion wieder. Ich freue mich schon. Bis dann. Vielen Dank fürs Zugucken und tschüss.